Es war einmal ein wunderschönes Königsschloss. Und da wohnte ein König und eine Königin und sie hatten drei Kinder, drei Königssöhne. Und den jüngsten von den dreien, den nannten alle immer nur den Dummling. Einmal gingen die beiden älteren Brüder auf ein großes Abenteuer und sie gerieten in ein wildes und wüstes Leben, sodass sie gar nicht wieder nach Hause kamen. Der Dummling war zu Hause geblieben und machte sich Sorgen und zog los, um seine Brüder zu suchen. Und als er sie fand, machten die sich gleich schon wieder lustig. »Was fällt dir denn ein, uns zu suchen? Wir schaffen es ja schon nicht, uns durch die Welt zu schlagen, und wir sind um einiges klüger.« Aber sie gingen doch zu dritt los, und es dauerte gar nicht lange, da kamen sie zu einem Ameisenhaufen. Da waren aber Tausende von Ameisen. Und die beiden älteren Brüder dachten sich, wir könnten ja Stöckchen nehmen, in dem Ameisenhaufen herumstöchern und sehen, wie die Ameisen in ihrer Not die Eier forttragen. Das wäre doch ein Spaß. Aber der Dummling sagte, nein, lass die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, wenn ihr sie einfach stört. Und so gingen die drei weiter. Und wie sie weitergingen, da kamen sie zu einem See. Und in diesem See schwammen ganz viele Enten. Und die beiden älteren Brüder dachten sich, wir können ja die Enten fangen und sie braten. Dann haben wir Entenbraten. Das wäre doch ein Leckerbissen. Aber der Dummling sagte wieder, nein! Lass die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, wenn ihr sie einfach tötet. Und so gingen die drei weiter. Und wie sie weitergingen, da kamen sie zu einem Bienennest. Und in diesem Bienennest war so viel Honig, dass der Honig am Baumstamm herunterlief. Die beiden älteren Brüder überlegten sich wieder, wie könnten wir an den Honig kommen? Wir könnten ja Feuer unter dem Baumstamm legen, damit die Bienen verbrennen und dann können wir an den Honig. Aber der Dummling sagte wieder, nein, lass die Tiere in Frieden. Ich leid's nicht, wenn ihr sie einfach verbrennt. Und so gingen die drei weiter. Und wie sie weitergingen, da kamen sie zu einem Schloss. Dieses Schloss aber war verzaubert. Alles war in Stein verzaubert. Sogar draußen, die Pferde im Stall waren auch aus Stein. Und die drei Brüder gingen in dieses Schloss hinein, um jemanden zu suchen. Sie machten alle Türen auf, gingen überall hinein, aber nirgendwo war ein Mensch. Schließlich kamen sie zur letzten Türe. Und in dieser Tür war ein kleines Fensterchen drin, durch das man in die Stube hineinsehen konnte. Und da saß doch ein kleines graues Männchen. Die drei Brüder riefen, aber das Männchen hörte sie gar nicht. Da riefen sie ein zweites Mal und ein drittes Mal.
diesmal hörte das kleine graue Männchen, ging zur Tür. Die Tür war aber mit 3 Schlössern abgeschlossen und es musste alle 3 Schlösser aufschließen. Dann kam es hervor, sagte aber kein einziges Wort, sondern brachte die 3 Königssöhne zu einem reich gedeckten Tisch. Die Kerzen leuchteten und es gab lecker zu essen und zu trinken. Und nachdem die 3 gegessen und getrunken hatten, führte das kleine graue Männchen jeden in ein eigenes Schlafgemach. Und dort konnten sie erstmal in Ruhe schlafen. Am nächsten Morgen kam das kleine graue Männchen und weckte den ältesten Königssohn, wieder ohne ein Wort zu sprechen, und brachte ihn zu einer großen Tafel aus Stein. Und auf dieser Tafel standen 3 Aufgaben, und wer es schaffen konnte, alle 3 Aufgaben zu erfüllen, der konnte es schaffen, das Schloss von diesem bösen Zauber zu befreien. Jetzt kam die erste Aufgabe. Draußen im Wald, unter dem Moos, waren die Perlen der Königstochter versteckt. 1000 Perlen, die mussten alle gefunden werden, ehe am Abend die Sonne unterging. Und wenn am Abend nur eine einzige Perle fehlte, so wurde derjenige, der die Perlen gesucht hatte, in Stein verzaubert werden. Jetzt ging der älteste Königssohn in den Wald. Er suchte und suchte den ganzen Tag. Und abends, als die Sonne unterging, hatte er gerade mal 100 Perlen gefunden. Und so wurde er in Stein verzaubert. Am zweiten Tag ging der zweite Bruder in den Wald. Auch er suchte und suchte den ganzen Tag. Und abends, als die Sonne unterging, hatte er gerade mal 200 Perlen gefunden und wurde auch in Stein verwandelt. Am dritten Tag war der Dummling an der Reihe. Auch er ging in den Wald und suchte. Und es war so anstrengend und es dauerte so lange. Der Dummling war so verzweifelt. Er setzte sich auf einen Stein und fing an zu weinen. Und wie er da so weinte, da kam doch der Ameisenkönig von dem Ameisenhaufen, den der Dummling ja das Leben gerettet hatte. Und der Ameisenkönig hatte 5000 Ameisen mitgebracht. Und es dauerte gar nicht lange, da hatten die Ameisen alle 1000 Perlen gefunden und zu einem großen Haufen zusammengetragen. Und so war die erste Aufgabe erfüllt.
Jetzt kam die zweite Aufgabe. Im See, im Wasser, ganz tief unten, war der Schlüssel zum Schlafgemach der Königstochter. Dieser Schlüssel musste aus dem See hervorgeholt werden. Und als der Dummling zum See kam, da kamen doch die Enten geschwommen, denen der Dummling ja auch das Leben gerettet hatte. Und die Enten tauchten unter und holten den Schlüssel hervor. So war auch die zweite Aufgabe erfüllt. Jetzt kam die dritte. Und das war die allerschwierigste Aufgabe. Es gab nämlich drei Königstöchter. Und der Dummling sollte die jüngste und die liebste Königstochter herausfinden. Aber das war nicht so einfach, denn diese drei Königstöchter sahen genau gleich aus. Die hatten dieselbe Haarfarbe, dieselbe Augenfarbe. Sie waren gleich groß, sie hatten dieselben Kleider an. Alles war gleich. Man konnte sie nicht mehr fragen, sie waren ja schon verzaubert. Zum Glück gab es einen Unterschied. Bevor sie eingeschlafen waren, hatten sie unterschiedliche Süßigkeiten gegessen. Die erste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup und die dritte hatte einen Löffel voll Honig gegessen. Da kam die Bienenkönigin geflogen von dem Bienennest, den der Dummling ja auch das Leben gerettet hatte. Und die Bienenkönigin setzte sich auf jeden Mund der drei Königstöchter und probierte. Und sie blieb natürlich auf dem Mund sitzen, der den Honig gegessen hatte. Und so konnte der Dummling die jüngste und die liebste Königstochter herausfinden. Und so hatte der Dummling alle drei Aufgaben erfüllt. Und das Schloss war von diesem bösen Zauber befreit. Alles, was in Stein verzaubert war, erhielt seine wahre Gestalt wieder zurück. Und der Dummling, der durfte sogar die jüngste und die liebste Königstochter heiraten und wurde König, nachdem der Vater gestorben war. Und die beiden anderen Brüder, die hatten auch noch Glück. Die durften nämlich die beiden anderen Schwestern heiraten. Und alle lebten sie, glücklich und zufrieden, bis an ihr Lebensende.